Hey Lieben, willkommen auf meinem Kanal und ja, es gab ewig schon keine Hauls mehr auf meinem Kanal und ja, und ich war letztens shoppen und ich habe mir Dinge besorgt, die ich wirklich brauche und ja, die zeige ich euch in dem Video. Zuallererst habe ich mir Sportschuhe gekauft in der Farbe. Also ich finde, das passt zu jedem Outfit und ja, da ich ja wieder bald zu joggen habe und meine ganzen Sportschuhe kaputt sind, die ich eigentlich, meine Schuhe sind immer durchgelatscht, so dass ich wirklich so oft neue kaufen muss und ja, also die sind es geworden, also die habe ich im Kick gekauft. Die waren reduziert auf 4,99 und ich finde für den Preis echt nicht schlecht. Es sind eigentlich Herrenlaufschuhe, also die habe ich in Größe 41. Ich habe normalerweise Größe 40 und mir ist aufgefallen, mit den dicken Socken passe ich perfekt in den 41 rein. Ja, das nächste habe ich bei Kick dieses Männerparfüm gekauft. Das für 2,99. Und bei mir sind eigentlich alle Parfüms leer, bis auf Coco Chanel Nummer 5. Da ich ja, also mir wird es dann eintönig, wenn ich nur ein Parfüm habe und deswegen brauche ich noch ein zweites. Und Männerparfüm finde ich einfach nur besser. Und deswegen habe ich diesen gewählt. Das ist eigentlich, ich finde es passt für beide. Also so Unisex-Duft, aber es ist eigentlich für Männer, aber ich finde es riecht unisexhaft irgendwie so. Ich finde es irgendwie, man kann das Männlein und Weiblein benutzen und ja, für 2,99 kann man echt nicht falsch machen. Ja, also ich finde den Duft total gut. Und das Design finde ich echt genial, also so Rosé und Schwarz, also Rosé, Gold und Schwarz. Weil ich ja auch letztens umgezogen bin und mir leider Geschirr zum Essen fehlen und da ich ja auf dem Glasteller nicht kaufen wollte, weil es sehr schnell zerbricht und Plastikteller will ich auch nicht, ja, irgendwie momentan will ich mehr auf Plastik verzichten für die Umwelt und für mich selbst, deswegen habe ich mir diesen Schlüssel gekauft. Da kann ich alles essen, was ich will, darin. Und das ist aus dem Edelstahl. Und das habe ich bei Kick auch gefunden. Für 1 Euro, für den 1 Euro Preis finde ich super. Und es gibt auch größere Schüsseln. Aber ich finde es schade, dass man keine Brotdose davon gefunden hat. Und ja, also die finde ich einfach toll. Ja, ich habe mir Ohrringe gekauft. Also richtig schöne, elegante Ohrringe. Mir fehlen manchmal sehr oft Ohrringe, manchmal gehen die kaputt oder verloren. Und ja, ich musste einmal zuschlagen, die waren für 10 Cent und man konnte bei den schönen Ohrringen einfach nicht Nein sagen. Also ja. Dann habe ich noch ein Pin genommen und ja, das war ein Lippenstiftform. Wenn jeder mich kennt, ich liebe Lippenstift. Ich sammle Lippenstifte und ja, und das fand ich so cool. Und es hat nur 10 Cent gekostet. Und dann dachte ich mir so, ich nehme es mit. Und normalerweise kosten solche Pins viel mehr als 1 Euro oder noch was. Und für 10 Cent, da kann man echt nicht wirklich falsch machen, wenn man schon immer schon danach gesucht hat. Ja, also ich finde es cool. Auf dem Rucksack. Also Rucksack, ja, Jeansjacken, habe ich mir von Trended Up den Natural Glow Bronzer geholt für 3,95. Den finde ich top und ja, das ist 0,20 und für dunkle Häutige, da ich ja eine Pigmentstörung habe und da ich ja auch wieder dunkle Haare habe, dann sieht das so halt so übelst käsig aus wie bei Michael Jackson. Und deswegen benutze ich ab und zu mal wieder Bronzer, damit ich überhaupt wieder Farbe im Gesicht habe.
Und ja, also ohne den Bronzer sieht das halt irgendwie komisch aus und ja. Und dann habe ich mir noch einen Nagellackentferner gekauft für 45 Cent und ja, also ich benutze seit neuestem wieder Nagellack. Also momentan ist mein Lieblings-Nagellack von Chanel, den Nummer 525 Quarz. Den habe ich auf dem Flohmarkt gefunden und gekauft für 2 Euro. Das war's mit meinem Haul. Also das war ein Low-Budget-Haul und ich hoffe mal, ihr fandet die Sachen irgendwie etwas cool. Und ja, also ich habe schon lange nicht mal shoppen gegangen. Ja, ich hoffe mal, ihr fandet das Video irgendwie cool. Und ja, wenn ihr falls Bock habt, noch mehr Videos von mir zu sehen habt, dann abonniert meinen Kanal, gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Peace, Leute!